Also das ist die Alternative Fortbewegungsweise hier. Das ist Qualität. Wer hat es erfunden? Morgen. Da lassen wir das Auto noch weg. Ne, das ist ein Lüfter. Kommt da was? Lüfter. Okay. Also, wir fahren heute weiter in den hohen Atlas. Wie fahre ich mein Auto mit seinem Gewicht den Berg hoch, ohne es abzuwürgen? Die meisten Autos sind LKWs, haben also eine Motorbremse. Weiß jeder, wo die ist und wie die funktioniert von den LKW-Fahrern? Schaffen wir es auch. Das ist 2 Tonnen schwerer als wir. Wenn sie kracht, fahren wir nicht mehr drüber, fährt keiner mehr drüber. Ich bin 100% begeistert von der Halbautomatik hier. Ich fahre jetzt auf DX, das heißt, da macht er nur die Gänge zwar auch automatisch rein, wobei ich meistens eh dazu schalte und mache den ganzen Rest mit hier mit der Motorbremse ab und jetzt. Bremst er super runter. Das geht. Es kann aber sein, dass er mir trotzdem noch einen anderen Gang geben will. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich komplett manuell schalten. Das würde ich dann machen, wenn es ein bisschen kritischer wird. Das hier ist ja ein Piece of Cake sozusagen bisher. Aber wir schauen mal, was noch kommt. Hinter uns die Trucks, vor uns die Trucks. Okay, jetzt sind wir auf 9000 Fuß. Was sagst du zur ersten Etappe? Die war super. Serpentinenfahrten im Gebirge. Das war spannend, das war schön. Das mache ich am liebsten. War ein geiler Fahrtag bis jetzt heute. Ja, jetzt gerade die Bergpassage. Ja? Mit 14 Liter Hubraum, da läuft das. Oder wollen wir nach dem Öl gucken? Vorne bei André sieht es nicht gut aus. Er qualmt von überall her. Das sieht nach Havarie aus. Mach mal bitte weiter, bis ihr irgendwo sicher stehen könnt. Ja? Könnt eine Mittagspause machen. Havarie? Ja. Ja, der IFA ist ausgefallen. Ich schätze kühler, ne? Ja, ja, Kühlerplatz oder Kühlerschlauch, einfach nur Kühlerschlauch. Wenn die Ladekontrollleuchte während der Fahrt angeht, aus unerfindlichen Gründen, ist es schlau, weiterzufahren, obwohl ein offensichtlicher Lichtmaschinenschaden dich nicht dazu zwingt, gleich anzuhalten. Du könntest ja auch noch einen sicheren Platz suchen. Aber wenn es der Keilriemen war und die Lichtmaschine angehalten hat, weil der Keilriemen weg ist, dann hat auch die Wasserpumpe keinen Vortrieb mehr. Das heißt, dann ist der erste Blick auf die
Temperatur. Und ich konnte das halt sehen, bei mir ist es sofort hochgegangen. Ich wollte eigentlich noch den Berg hochfahren, weil das war die denkbar bescheuertste Stelle. Eine Innerkurve, Steigung, berghoch, blöde Sache. Sollte man immer vermeiden, wenn man kann. Aber wenn man nicht kann, bevor man die Maschine abkocht und sich... Schon auch Vertrauen haben. Da muss man Vertrauen haben in diese Brücke, die da gebaut ist. So richtig viel Platz ist nicht, aber die haben es bisher vor mir geschafft. Da werden wir es vielleicht auch hinkriegen. Waffeln dabei gehabt. Echt? Immer nur Waffeln, ja. Nein, das war nicht sehen, ich hab nur rausgeschaut. Wenn du jetzt da wohnst, da drüben, guck mal da in dem Handyshaus. Und brauchst schnell mal was zu schmecken. Wir sind jetzt einen Tag unterwegs. Jetzt haben die aber nur Esel. Ja. Du musst quasi Selbstversorger sein, sonst hast du hier noch keine Chance. Ja. Also es gibt zum einen Minze, Minze, Lavendel und Salbei. Hast du gut gepflückt? Ja, frisch aus den Bergen von Atlas. Schmort auch schon einiges. Da kommt dann auch Ei dazu und Käse. Und dann haben wir so eine Art Tortilla. Super Tortilla. Und die Eiswürfelmaschine von hinten, das bedeutet, it's 10 o'clock. So sieht das doch schon ganz gut aus. Und einmal um die Ecke. Riecht das Auto wieder wunderschön nachher. Einheimische ist immer das Bessere. Wenn das direkt vom Erzeuger oder vom Ernter holst. So, also Lisa, das ist natürlich eine Eins. Lisa hat ein Humidor mitgebracht. Und Peter brachte einen Rum mit für mich aus Guatemala. Und ich bekomme jetzt eine Siegeszigarre. Von Lisa angezündet. Das Ganze im Feuerschein des Lagerfeuers. Siegeszigarre, Rum von Peter und Kleber von Lisa. Aus ihrem eigenen Humidor mit Zedernholz gezüchtet und angezündet. And the night in the high Atlas at over 2,000 meters is so clear with stars, and the moon lights up the camp with such intensity that you can even see colors. The lieutenant thinks to himself, this moment is so incredible, it has to be photographed. And so, these images are captured, illuminated solely by the universe itself and thus painted in uniqueness by the creator of all things, which is no one else than God Almighty.